Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit der wunderschönen Demo Sommerhaus. Gefunden auf Steam, könnt ihr euch natürlich auch kostenlos runterladen. Tja, ne, idyllische Berge im Hintergrund, ein See. Was will man mehr? Meine Wenigkeit klungert auch am Start und online zugeschaltet ist noch der Harledin. Grüß dich. Ja, moin moin. Bauen Sommerhaus der Stars. Hat mich sofort dran erinnert, ich weiß nicht warum. Gibt's so eine Serie. Ganz traurig. Ja. Aber hat sicherlich viele Anhänger. Das war. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ja. Ja, es gibt die klassischen Sachen. Tür, Dach. Ne, könnt auch rein und raus zoomen. Zum Beispiel, das ist glaube ich ein paar Bäume, den können wir noch setzen im Hintergrund. Also, klasse. Ein Gemälde, oder? Na genau. Wir können uns jetzt aber hier halt sozusagen das Haus, wenn man so will, unsere Träume bauen. Okay, muss ich schon reinsetzen. Ja. Okay. Ach so. Ah, oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir doch schon mal ran, deine Buddy, ne? Da müssen wir doch was Schönes bauen hier. Okay, das war jetzt überraschend gerade. Okay, wir haben eine Steinmauer. Na gut, sind schon einige Assets. Ein Türsturz. So, was ist das eigentlich? Eine Treppe. Grüne Treppe. Sagt er. Irgendwie ein verrückter Grafikstil. Ja, na gut, das stimmt wohl. Aber irgendwie cool, also irgendwie. Es hat auf jeden Fall was, das war einzigartig. Ja. Und ich finde halt den Look. Oh! Oh, das zählt schon als Haus, cool. Neuer Block. Nice. Ich finde den halt. Ich finde es halt optisch irgendwie interessant. Ist es? Ah ja, Garagentor. Ja, cool. Ja, das ist zwar gerade für Leute wie uns, die ja gerne Crafting Games zocken. Gerade weil sie da auch bauen können, ist es natürlich eine richtig coole Sache, ne? Ja. Wir mögen das Bauen, ja. Oh. Kann man eine Ladentür machen? Ja. Ach so, das ist jetzt direkt der Block, ist jetzt das mit dem Mannequin. So, okay. Dach drauf, dass nicht reinregnet in die Bude. Das ist schon cool gemacht. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Ja, können wir sogar auch noch ein bisschen, das könnten wir hier drauf machen, eine kleinere Variante. Okay, das passt in dem Fall nicht. Aber das, man kann das halt echt schön variieren, ne? Ja, ganz schön gestalten, auf jeden Fall. Das ist schon irgendwie ganz cool eigentlich. Ja, coole Idee. Das Endresultat sieht auch gut aus, muss man sagen. Hat was, macht ja. Was her, das Häuschen. Kann man vielleicht sogar. Ja. Ja, guck einmal an. Also ich finde halt diese Kreativität einfach cool.
Ja, also, ist wahr, das ist halt dass cool, du halt wirklich, drauf haben, ne? Dass du halt wirklich gar keinen Zeitdruck hast und dass die halt wirklich sagen, hier, mach wie du Lust hast. Ja, mach los. Das ist halt schon. Was ist denn das denn? Ah, das ist ein. Cool, der guckt dann aus dem Fenster raus. Ja, moin. Feine Schrona, Junge. Ah, okay. Das ist eine Veranda. Na gut, wäre theoretisch. Büsche Terrasse. Nein. Nein. Machen wir mal das weg. Und machen hier. Noch so einen schönen Ausgang. Schönen Ausgang. Ich finde es, also es ist halt ultra kreativ. So, da haben wir mal hier eine schöne Esse ins Dach. Damit die Kollegen drin nicht erfrieren. Ja, schlecht. Sie gibt ja so viele Sachen. Ah, guck an hier. Eine Markise. Muss auch noch drauf machen, ja. Ja, gut. Würde jetzt zum Laden passen. Aber geht natürlich auch dort, ja. Endlich mal keine Vorgabe, wie man Haus baut. Es ist irgendwie sehr entspannt, oder? Ja. Das sieht, also mit dem Berg im Hintergrund, dem Wasser, wie sich spiegelt. Das hat auf jeden Fall was. Muss echt sagen. Da will er noch über den Zaun steigen. Das kann jetzt sein. Frechheit, ey. Nee, da lehnt dran mit einer Gitarre. Nee, da sitzt dort. Ja, da sitzt. Cool. Ach, das ist so cool. Na, die Ideen auf jeden Fall. Also richtig. Wieder mal so ein Spiel, was simpel ist an sich, also optisch. Aber halt, was ja macht, ne? Ja. Na, und vor allen Dingen. Einfach total entspannend. Ja, einfach mal ein bisschen kreativ sich entfalten. Boah, guck an hier. Ja, Strommast hier, du. So, okay. Also, Ein Baum neige zu. Dann das Wasser reinlegen. Ach so, ich kann das hier aber andocken. Oder ist das wirklich. Naja, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Muss wahrscheinlich ins Bauen und dann wie immer weiterziehen. Sogar vielleicht. Auf dem Dach oben. Zack. Ach du Heilige. Das ist ein kleinerer Zaun. Ist aber im Hintergrund. Das ist ja alles. Man muss ja immer dann auch erstmal gucken, was ist Hintergrund, was ist Vordergrund. Ja. Ach, das ist ja wirklich, das ist so. Also mal ganz ehrlich. Das finde ich sowas von. Was ist das? Das kann ich gar nicht erkennen. Was soll das sein? Ach, 11 steht da. Wie viel? Das ist eine Tankstelle, oder? Ja. Na, ja, jetzt. Oder. Fein. Das sind so Graffitis bestimmt. Ich weiß nicht, ob 11 der Hausnummer ist. Weil, ob sie da eine Tankstelle genommen haben. Was ist das? Kann aber eine Anspielung sein. Hotel hat es auch geil. Ist aber im Hintergrund. Könnte man, also. So, da muss man ein bisschen gucken. Okay. Ja. Das wird da gehen, ja. Nur Druckzug, beim Flur gibt es keinen Zug, aber Druckzug. Wenn ich das jetzt hier mache, kann ich das so runterziehen? Ja.
es ist schon, also ganz ehrlich. Schon nice. Oh. Na, guck an. Neuer Block. Absolut cool. Kaffee. Ja, wie geil das aussieht. Hot Fashion. Lädt das Restaurant. Also du kannst einfach bauen, wie du willst, ne? Du kannst wirklich bauen, wie du willst. Also es gibt jetzt, geht, dass du jetzt sagst, okay, das haben wir jetzt abgeschlossen, jetzt gibt es nächstes Haus. Anscheinend. Ampel, Müll. Mülleimer. Ja, brauchst du ja beim Haus. Ja. Kennst du ja selber. Das Mülleimer musst du haben. Schöner Automat, Coca-Cola, jawohl. Ja klar, beim Kaffee leider direkt ein Coca-Cola nochmal daneben. Was ist das? Das ist eine Klimaanlage. Ah, schöne Klimaanlage ran. Damit es auch schön kühl in der Bude ist. So. Ach, guck an, hier kannst du sogar noch Grasbüschel setzen. Wow. Oh. Die Tauben im Gras haben wir entdeckt. Cool. Also, es ist je nachdem, was man halt. Oh, hier. Das ist halt auch cool, dass man die aufeinander. Okay. Die Pinge hingebaut. Insider, Leute. Wow. Boah, Alter, was ein Klopper. Das ist sowas von cool, dass es sich also ineinander setzt und. Ja, es gibt keine Strukturenbreak, ne, wo das Spiel dann dort. Das ist wirklich cool. Also muss man mal sagen. Was ist das gleich hier? Achso, das ist einfach random was gesucht. Ach, guck an. Hier hast du nochmal eine komplette Übersicht. Über alles, ja. Okay. Da, der Kunde in dem Café sieht so cool aus. Ja. Irgendwie aus wie es. Wie. Ah, oh Mann, mir fällt es halt ein. Da erinnert mich übrigens an jemanden, an Store. Briefkasten. Ja. Was ist das eigentlich? Ah, okay, da kann ich es einfach kopieren. Was ist das? Paste, Baby. Okay. Das war's aber dann grundlegend. Also, was heißt das war's? Es ist ja immer noch absolut fantastisch. Cool ist halt, dass du es kombinieren kannst, ne? Ja. Also aufeinander bauen und so, hast du ja eine Struktur, kannst du aber x-mal verwenden. Na, vor allen Dingen kannst du halt wirklich, wenn du halt irgendwie was Spezielles bauen willst, gibt es halt zig Möglichkeiten. Einfach im nächsten Haus dann eine ganz andere Art zu bauen. Oh. Das ist schon nett gemacht. Da gibt's mal nix. Auf den. Hier oben drauf irgendwie so eine. Ja. Und dann. Die Kamera ganz schön weit ranzoomen, ne? Also. Ja, ganz schön. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Also ich finde, es muss ich ehrlich sagen, es ist erstens mal unfassbar entspannt. Ja, das definitiv. Und man kann, und es. Also es fällt ihnen halt auch ständig irgendwie ein und zu sagen, ey, komm, da noch eine Pflanze hin. Das ist das Coole, du. Also du bist eigentlich wärst du ja fertig mit dem Haus, ne? Aber ja. Sagst dann, ey, könntest du eigentlich noch. Ja.
Das ist schon. Oh, Satellitenschüssel hier. Zack. Gibt aber auch deswegen viele Assets, ne? Ja. Das ist schon sehr nett. Da haben sich auf jeden Fall was einfallen lassen, wie es interessant gestalten kannst. Danke fürs Spielen. Okay, es ist jetzt zwar eine Zeit vorbei, in der ich das spielen durfte, sozusagen. Ja, aber ihr habt es gesehen. Also total entspannt und in der kurzen Zeit, denke ich, habe ich ein ganz cooles Haus hingeballert. Ja, coole Nachbarschaft kann man schon fast sagen. Ist ja nicht nur ein Haus, das lebt ja, ne? Habt einen ja. Balkon, einen am Kaffee, einer so zum Garten spielt Gitarre. Hinten chinesisches Haus, erinnert mich so ein bisschen auf der Berge, da wohne ich übrigens. Mhm. Fand ich eine coole Idee, so ein Berg und obendrauf so ein kleines Häuschen. Also ich weiß nicht, das ist wirklich total entspannt. Das Einzige, was mir persönlich fehlt zurzeit bei dem Spiel, ist so ein bisschen ganz gechillte Musik im Hintergrund. Wir haben gar keine, oder? Ich habe keine gehört. Genau, es ist gar keine Musik. Man hört jetzt hier, also ja. man hört am See jetzt hier die Vögel und man hört, ich glaube, ich weiß nicht, was ein Specht oder was das sein soll. Ja, das ja. Aber das wäre noch cool. Also so ganz leichte, chillige Musik. Ich weiß nicht, welche Spiele haben wir denn gespielt? Uno zum Beispiel hat auch manchmal so unfassbar chillige Musik. Ja. Also Jazzmusik oder sowas, ja. Ne? So ganz leicht, so Lofi-Musik, irgendwie sowas. Das wäre noch, das würde das, die Sache noch ein bisschen toppen, aber ansonsten finde ich es mega geil. Ich finde den Stil geil, die Art und Weise, die künstlerische Freiheit. Also, das ist einfach mal ein Spiel zum Entspannen, zum Runterkommen und einfach auf kleinsten Raum, wenn man es mal so will, also im Verhältnis zu einem Terraria, Minecraft, Co-Keeper, was weiß ich. Aber auf kleinsten Raum einfach was Kreatives gestalten. Und wenn man dann sagt, okay, mit dem Haus, mit der Nachbarschaft bin ich fertig, anderer Spielstand, zack, und jetzt baust du halt, keine Ahnung, mal eine Garagensiedlung oder ein richtiges Hochhaus oder, ne, was weiß ich. Also das ist echt mal sehr erfrischend, entspannt und hat mir richtig Laune gemacht. Ja, also ich fand's auch ziemlich cool. Tja, und wenn euch es gefallen hat, einfach mal entspannt so ein bisschen zuzugucken, dann ladet es euch doch einfach selbst runter, im Steam natürlich erhältlich. Und wir würden uns natürlich freuen über eine positive Wertung. Tja, und ansonsten sehen wir uns dann wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Zieht euch mal unter die Demo und dann könnt ihr mal sagen, ob ihr das auch cool fandet. Ne? Lasst einen Daumen da, Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.